Hallöchen. Ihr kennt das ja. Ich bin draußen, der Wind geht. Wahrscheinlich kommt gleich ein Zug. Ich bin auf dem Weg zu der Nabu-Hütte hier in Heppenheim. Und ein paar Vögel habt ihr gerade gehört oder ich blende es euch jetzt ein. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht wirklich bepackt, überschaubar, aber alles für ein paar Vogelaufnahmen ist sozusagen dabei. Das 100-400, die OM1, der 1-4er Telekonverter, das EE1, das Zielgerät von Olympus, habe ich auch dabei. Videokamera ist die Osmo Pocket 1, die ich ja wieder repariert habe vor einiger Zeit, also den Akku. Ja, ich sehe übrigens ein bisschen durch den Wind aus. Liegt daran, dass ich den ganzen Vormittag, wo andere Leute schon rausgehen und Fotos machen, Keller entrümpeln. Bei Muttern. Das musste mal sein. Und jetzt, wie gesagt, auf zur Nabu-Hütte. Ich wollte übrigens Gummistiefel anziehen. Ihr wisst vielleicht noch das letzte Video. Ich werde euch das oben verlinken. Da kam ich nicht hin. Denn alles war unter Wasser. Übrigens, der Zug kommt auch. Ja, war alles unter Wasser, aber meine Gummistiefel, die haben so lange in der Ecke gelegen, dass ich mich dazu entschlossen habe, meine Barfußschuhe anzuziehen und im Zweifelsfall einfach nasse Füße zu haben. Entschuldigung, weil es kontrasttechnisch etwas schlecht ist, das Bild. Aber ihr kennt mich ja. Wichtig, in meinen Augen sind die Fotos und nicht unbedingt das High-End-Video mit allem Brimborium vor, zurück und so weiter. Ich möchte Fotos machen und euch einfach mitnehmen. Ja, übrigens Einbeinstativ dabei und einen Hocker. Falls ich mich doch unten in die Hütte reinquäle. Oh, jetzt ist es zu windig hier wahrscheinlich. Ja, sollte ich unten in die Hütte reingehen, muss ich gucken, dann brauche ich den Hocker. Mal sehen, wie das heute alles wird. Bis später. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon in der Hütte sitze. Es ist ja Samstag, ich habe Zeit. Und die Hütte steht übrigens immer noch unter Wasser. Bedeutet, keiner da. Also bis jetzt waren Leute vor der Hütte gestanden, das habe ich gehört. Und haben festgestellt, dass sie nicht in die Hütte rein können. Andererseits muss ich aber auch sagen, es ist nicht wirklich spannend. Es fliegen hier mindestens 6 bis 8 Störche. Störche. Ich bin übrigens hundemüde, also nicht wundern. Dann ist der Rotmilan da, den ich schon neulich fotografiert habe. Blässhuhn, Schwan, ich glaube es waren Kanadagänse. Da drüben steht noch irgendwo ein Reiher. Alles ziemlich weit weg. Ein paar Aufnahmen habe ich ohne Telekonverter gemacht, jetzt mit Telekonverter, also am langen Ende 1120 mm auf Vollformat gerechnet. Ihr wisst ja, muss man ja irgendwie immer sagen. Also 560 mm. Da drüben ist wieder der Rotmilan am Fliegen. Oh, ist zu weit weg. Das Blässhuhn ist da drüben. Ja, ich
kann euch nicht sagen, wie viel mehr Wasser hier drin, also mehr, höher der Wasserspiegel ist. Aber es gibt da so einen Pfosten, der da rausguckt. Und ich würde mal sagen, bei Niedrigwasser gefühlt 1,50 Meter mehr. Also hier hat es richtig Wasser, gell? Also richtig. Das ist auch gut so. Die Natur braucht das ja. Ist sowieso eher ein Feuchtgebiet. Aber was wirklich schade ist, sind ja viele, viele Vögel. Also es sind auch keine Rauchschwalben da. Die habe ich ja hier letztes Jahr oder vor 2 Jahren fotografiert. Da habe ich ja das erste Mal diesen EE1, dieses Ziel-Ding ausprobiert. Das wurde ja ganz schwer gehypt von einem Kanal, der das nicht kannte. Ja, ich habe es dabei, aber bis jetzt hätte ich es noch nicht gebraucht. Ich weiß nicht, was da so ein Terz macht, aber ich glaube, Zwergtaucher sind auch da. Da fliegt ein Kormoran, aber ne, der fliegt auf der falschen Seite. Die Hütte ist absolut dämlich gebaut, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ich krieg Besuch. Ich höre plätschernde Schritte. Würde mich nicht wundern, wenn das der Stefan ist. Ja, schauen wir mal. Gesagt, dass da jemand kommt. Oh, da fliegt gerade ein Graureiher. Aber egal. Was habe ich gesehen? Fliegt auch noch ein Schwarzmilan, ein Rotmilan, Störche, aber Schwarz- und Rotmilan, wie gesagt. Ich glaube, eine Rohrweihe, hat der Kollege gesagt, der da gekommen ist. Der kennt sich da ziemlich gut aus. Ich noch nicht so. Aber immerhin, also 3 Greifvögel an einem Nachmittag ganz gemütlich im Sitzen hier fotografiert. Ich hoffe, es ist scharf.
Zwergtaucher teilweise sehr nahe gekommen. Ich hoffe, da ist was dabei. Ja, die sind hier im Umkreis teilweise von 10 Metern. Ist schon schön. Mal sehen. Ich hab ja nichts vor. Ich werde einfach hier sitzen. Und wie sagt man so schön, wenn liebe Gott nicht die Zeit stehle oder so, keine Ahnung. Also, bin mal gespannt. Ja, also unten die Fische. Hier unten, es wäre Eisvogelparadies. Hier sind so viele kleine Fische, die wir auch gesehen haben. Ne? Also Hunderte, möchte man sagen. Was kommt da? Ach nee, das sind Enten. Da hinten waren auch noch ein paar Enten. Oh. Kennt ihr das? Man wird gerne mehr wissen, ne? Das ist der Zwergtaucher, der da ruft. Müsste der. Ja, ne, ach nee, das ist, war nicht der Zwergtaucher. Das war ein Blässhuhn. Ja, hier hinten gibt es auch noch einen Biber. Da hinten liegen auch ein paar Bäume quer. Da hat er gesagt, ja, es war der Biber. Und ich drehe euch nochmal rum. Ihr seht da mitten auf dem See so ein paar Stängel hochgucken, ne? Also da, ne? Und das waren deutlich mehr, ne? Und nachdem hier das Hochwasser war, also hohes Wasser, hat der Biber da drüben Kahlschlag gemacht, weil man konnte fast nicht mehr sauber auf die andere Seite sehen. Ja, also Biber gut. Wir hatten ja auch gesagt, hier gibt es mehrere Biber mittlerweile, auch in Bensheim und so. Irgendwo ist er sogar Mitte im Ort. Ziemlich stressfrei. Allerdings hat er so hohe Biberbauten gebaut, dass sie ihn wohl ein bisschen vertreiben mussten, weil eine gewisse Hochwassergefahr entstanden ist. Ja, ne? Da kommt ein Kormoran. Ja, siehst du, er landet. Landet er? Nö, der landet nicht. Naja. Das sind also Dinge, ne? Man kann nicht immer alles machen. Ja, der landet da hinten, ist aber auch wurscht. Man hat ja im Grunde schon alles fotografiert, aber man freut sich vielleicht noch, das ein oder andere schöne Bildchen zu machen. Ich, wie gesagt, ich genieße einfach, also es ist ja sehr sonnig heute, wir haben hier 23 oder 24 Grad mittlerweile. Ich war ja heute schon in der Sonne. Ich habe ja, wie gesagt, bei meiner Mutter heute Morgen geschafft. Wir haben zwei Autos voll gemacht, zwei Anhänger voll gemacht. Und ich kann gar nicht so lange in der Sonne sein. Ne? Da kriege ich was an der Brezel. Das ist mir gerade hier zu warm. Ist halt so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da ist so eine Hütte doch mal sehr angenehm. Und wenn ich dann rausgehe, muss ich ja auch wieder durchs Wasser. Das wird natürlich lustig, dann zum Auto zu gehen. Aber egal. Da drüben ist irgendwo im Dickicht der Schwan. Sieht man immer mal so ein bisschen was. Aber auch unglaublich viele Vögel fehlen hier. Ich habe leider einen Namen, wir haben uns nicht vorgestellt. Der hat gesagt, ja, also Pirole gibt es hier einige. Ich habe vor 2 Jahren hier, glaube ich, einen fliegen sehen und letztes Jahr in Fernheim am See. Da will ich also auch mal hin. Das wäre vielleicht auch eine Idee am Sonntagmorgen. Es ist noch zu früh. Es ist April, ja. Es ist ein Tickel zu früh. Ja. Also Zwergtaucher übrigens, hier sind mindestens mal 5 Pärchen, würde ich schätzen, wenn ich das so grob überblicke. Ja, ist doch schön. So. Ich sehe übrigens echt aus wie... Ja. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal duschen. Und dann... Ich kann ja mal gucken, wie viele Bilder ich gemacht habe. Oh, Bilder. Oh. Ja,
1980, glaube ich. Das wird wieder ein bisschen Arbeit, aber das macht nichts. Ja, das Aussortieren geht ehrlich gesagt doch recht schnell. Ist auch schön, dass ein bisschen Wind geht. Macht so schöne Wellen auf dem Wasser. Eine Libelle haben wir übrigens auch schon fotografiert, die habe ich gar nicht gesehen. Hat er gerade gesehen. Ja, Bilder kriegt ihr irgendwie alle zu sehen, aber entschuldigt, wenn ich nicht alles betitel oder so. Die ganze Zeit übrigens 100-400 mit Telekonverter. Ja, Kormoran, noch so ein bisschen beim Starten fotografiert. Da ist der nächste Greifvogel. Und ich bin hier bei 1120 mm. Sorry, war mein iPhone, das ist an. Bei 1120 mm und denkst du, oh, noch mehr, noch mehr, noch näher ran. Und dann denkst du dir auch wieder so umgedreht, Bälle flach halten. Du musst das nicht formatfüllend drauf haben. Die Tiere, also auch die Zwergtaucher sind sehr empfindlich, die hauen hier ziemlich schnell ab. Aber sie sind teilweise trotzdem, ich muss mal ans Telefon. Tja, ihr habt's ja gehört, ein Telefonanruf war auch wichtig, sonst wäre das nämlich lautlos gewesen. Ja, ist ganz viel am Zwitschern hier, aber man sieht nichts. Die ganzen kleinen Vögel sind normalerweise immer in den Sträuchern hier, sind die zu sehen. Ne? Aber, ne, sie sind wirklich, ja. Übrigens, das ist wieder so ein kleines Labervideo. Macht das was? Ich möchte alles hier aufnehmen. Ich möchte nicht zu Hause sitzen und dann wieder irgendwas nachdrehen müssen. Das muss in einem Stück geschnitten sein.
Bilder blende ich euch ein oder habe ich euch die ganze Zeit eingeblendet. Ja. Oh, Mist. Ich muss Fotos machen. Vögel gesehen. Also es war schon klar, das waren Milane, aber es war wirklich einmal der rote und einmal der Schwarzmilan, beide zusammen. Das habe ich nicht gepackt, die gleich drauf zu haben, aber ja, bin gespannt, wie viel Aufnahmen dabei rauskommen. Ich zeige euch übrigens viel mehr Aufnahmen, als die meisten so üblich das machen. Solltet ihr auch wissen. Also für die Leute, die jetzt sagen, oh ja, Tierfotografie, das interessiert mich. Also als erstmal, man macht viele Aufnahmen. Und natürlich, je länger man fotografiert, umso mehr Ahnung hat man, beziehungsweise umso mehr Gefühl hat man für Aufnahmen und lernt dann eben auch besser auszusortieren. Ich kenne aber auch Gespräche von Tierfotografen und das ist jetzt nicht bös gemeint, aber manchmal denke ich mir immer so, Leute, haltet doch mal die Bälle flach. Ja, wenn ich höre, dass da heute keine perfekten Aufnahmen dabei waren, also bei anderen, dann geht mir so ein bisschen das Messer in der Tasche auf, weil, meine Güte, ihr könnt draußen sein, ihr könnt Fotos machen, ihr habt das schönste Hobby der Welt und dann macht ihr euch den Stress. Ah, am liebsten würdet ihr euch 5 Meter vor den Vogel begeben, knapp über der Wasseroberfläche. Klar, das sind die etwas schöneren Bilder. Aber die Möglichkeiten sind bei weitem nie gegeben. Also egal, wo ich das, ich muss hier hören, wo es hier schnattert. Also die Möglichkeiten sind sehr, sehr selten. Und weil die Möglichkeiten sehr selten sind, man wirklich Glück haben muss, dass wirklich alle Parameter stimmen. Also wenn man die nicht antrifft, macht man doch trotzdem Bilder. Und er freut sich daran, dass man schöne Bilder gemacht hat. Manche haben das verlernt. Also gerade die Tierfotografen, da gibt es echt einige, die sollten mal wieder da oben ein Reset machen. Ja, so mal wieder, kommt mal bitte wieder runter von eurem hohen Ross. Übrigens, das hohe Ross ist jetzt nicht nur, was die Tierfotos angeht, sondern auch, wie sie sich benehmen. Das, ja, also wenn ihr draußen unterwegs seid, je größer das Objektiv, oft umso weniger benehmen. Glaubt mir das. Also habe ich selber schon mehr als einmal erleben dürfen. Der hier heute, das war auch ein großes Objektiv, bestimmt 600er, vielleicht sogar ein 800er Canon, Vollformat-Objektiv, ein Riesending, noch mit einer Spiegelreflexkamera, wo ich mir auch denke, boah, das muss ich euch erzählen, das ist ja nichts Schlimmes, aber im Vergleich zu einer lautlosen Kamera, der macht ein Bild und ich denke so, boah, ist das laut. Das ist man gar nicht mehr gewöhnt. Ja, das ist man echt nicht mehr gewöhnt, dass eine Kamera so laut ist. Also Spiegelreflex halt. Ne? Hat aber auch nur ein Bild gemacht. Da kommt wieder der Zwergtaucher. Ich darf mich nicht, ich muss mal schnell Fotos machen.
Vögeln könnte ich ja auch mal auf Video drücken. Naja, beim nächsten Mal. Noch ein Tipp. Meistens oder fast alle Kameras haben Customs Settings. Also Einstellungen, die ihr euch speichern könnt. Ich bin hierher gekommen und ich habe mir Einstellungen gespeichert für verschiedene Modi, also Geschwindigkeiten, mit der ich Aufnahme machen kann. Ich habe einen Modus, ganz, ganz viele Bilder, aber kein Pro Capture. Einfach, wenn ich zum Beispiel einen Vogel im Flug habe oder sowas. Ne? Jetzt habe ich nochmal Pro Capture eingestellt mit 25 Bildern die Sekunde, um einfach den richtigen Moment zu erwischen. Ja, und das sind übrigens also ganz, ganz wichtige Sachen. Also wenn ihr feststellt, Moment mal, ich habe hier eine Situation, auf die ich schnell reagieren muss, dann ist halt so ein Custom Setting schnell eingestellt, zum einen. Und zum anderen merkt ihr auch, oh, jetzt war ich falsch, also programmiert ihr euch das Ganze neu, legt es auf ein Custom Setting und dann braucht ihr nur noch hin und her klicken und dann wisst ihr, was Sache ist. Das geht so ratzfatz. Das macht richtig Laune, sage ich euch. Und macht es einfach, ja, nutzt eure Kamera. Und wenn ihr das noch nicht könnt, dann, ja, dann setzt euch hin, also zu Hause, und probiert das einfach. Wisst ihr, mal eine Speicherkarte mit Wohnzimmerbildern vollknallen. Einfach nur, dass man es mal ausprobiert hat. Wie funktioniert das? Was muss ich machen? Welche Einstellungen möchte ich? Da, ein Nutria. Ich muss gerade mal ein Foto machen. Hatte ich auch im Kasten, hat sich überhaupt nicht stören lassen. Kein schöner Winkel, also direkt von oben. Mal gucken, ob alle scharf sind. Also, ob die richtigen guten scharf sind. Das kann auch mal unscharf sein. Wenn man Vogel-Autofokus drin hat. Wobei die OM1, muss ich sagen, irgendwie alle Tiere ganz gut mit diesem Modus trifft.
Oft ist es ein bisschen die Stabi-Sache mit dem Objektiv zusammen. Wenn man schnelle Bewegungen macht, ihr habt einfach sehr viel Brennweite. Und diese Brennweite, ja, da kommt auch ein Stabi irgendwann an seine Grenzen. Von daher, ja, Bälle flach halten, ne? Da sind wir auch schon wieder beim selben Thema wie vorhin, ja. Ihr könnt euch kaufen, was ihr wollt. Je größer die Vergrößerung wird, also je mehr Tele oder je mehr Makro ihr habt, umso schwieriger wird es. Und das verstehen einige nicht. Beziehungsweise sie sind dann todunglücklich, dass sie viel Geld ausgegeben haben und es klappt doch nicht. Man muss die Grenzen kennen, man muss wissen, was, wann, wo, wie. Und das ist für viele nicht so einfach. Ja, für viele ist das echt nicht einfach zu akzeptieren. Ja, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken und bevor jetzt gleich wieder irgendein Vogel kommt, mache ich mal die Aufnahme aus, ne? Wenn so ein Tag langsam zu Ende geht, muss man eine Entscheidung treffen. Aufhören, halb aufhören, wie auch immer. Ich muss jetzt durchs Wasser wieder an trockenes Land und dann muss ich noch eine Kleinigkeit einkaufen. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger. Auf Eis. Ja, hab dann aber nasse Füße, nasse Schuhe. Na, mal gucken. Mal gucken, wie das aussieht, wenn ich am Auto bin. Ich hätte schlauerweise noch Flipflops mitnehmen sollen. Aber ehrlich gesagt, egal. Ja, ich werde mal gucken. Vielleicht fahre ich auch erst nach Hause, lade die Bilder auf die Platte. Und dann kann der Rechner schon mal was tun, ne? Also die 1:1 Vorschaubilder erzeugen. Dann sieht man einfach besser, was scharf ist. Mal schauen. Ist noch nicht so ganz klar. Aber gehe ich jetzt schon? Es wird halt etwas trüber. Ich habe jetzt nochmal Kanadagänse gehabt. Kanadagänse, ja. Und eine Graugans. Graugans-Paar ist auch durchgeflogen. Habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Also, ja. Kleiner Cut. Ich habe nicht gut geschlafen die Nacht. Ja. Nö, ich glaube, ich packe jetzt mal. Ich mache den Telekonverter raus. Das ist mal schon eine erste gute Sache. Dann kann ich vielleicht auf dem Weg noch was sehen. Man weiß ja nie. Ja, aber der Telekonverter muss raus. Das ist im Sitzen, ist das okay. Ja, da ist wieder ein Zwergtaucher. Na, ja, ich mache nochmal ein Bild. Ich sage ciao, tschüss, euer Sven. Und bis zum nächsten Mal. Man sieht ganz genau, wo der Zwergtaucher ist, weil die ganzen Fische abhauen. Da taucht er nämlich, ja. Naja, Fisch gefangen. Ich mache Fotos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.